Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine erste kleine Nachlese der Knife in Solingen, die letztes Wochenende stattgefunden hat. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nichts zu kaufen. Mir waren die Menschen, die ich dort getroffen habe, deutlich wichtiger als die schönen Messer. Aber ihr wisst es, so ganz vermeiden kann man das nicht, wenn man auf so eine Messe geht. Und von daher hat sich bei mir auch das ein oder andere ergeben. Heute möchte ich euch einen der Gegenstände näher vorstellen. Und wenn ihr wissen wollt, um was es sich da genau handelt, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, die Knife Solingen, für mich wirklich eine tolle Gelegenheit, mal wieder liebgewonnene Menschen wiederzutreffen, die ich längere Zeit nicht gesehen habe, aber auch neue Leute kennenzulernen von Angesicht zu Angesicht, die ich bisher nur aus den sozialen Medien kannte. Ganz besonders hat es mich natürlich gefreut, den Mitch mal persönlich kennenzulernen, aber auch viele andere, die mich auch angesprochen haben, weil sie mich anhand der Stimme erkannt haben. Es waren wirklich ein toller ganzer Tag. Ich war insgesamt 3 Tage da, aber nur am Samstag eben von morgens bis abends auf der Messe. Hat mich unheimlich gefreut. Und wie gesagt, mein Ziel war es eigentlich nicht zu kaufen. Aber als ich dann am Stand von Asgard Customs vorbeigekommen bin, da fiel mir ein Messer ins Auge, natürlich nicht im wörtlichen Sinne, aber das liegt hier schon. Und zwar handelt es sich um ein Böker Plus Atlas, ein relativ günstiges Modell. Ich glaube, hier in der Messing-Ausführung kostet es 35 Euro, ist ein Slipjoint-Taschenmesser. Und ich hatte auch schon mal darüber nachgedacht, mir ein Messer dazuzulegen. Das wäre dann eigentlich gewesen die Stonewash-Variante, wo sowohl die Platine als auch die Klinge mit einem Stonewash-Finish versehen ist. Aber als ich eben bei Asgard Customs am Tisch vorbeikam, da lag dieses Messer in der Mitte des Tisches und da musste ich einfach zuschlagen. Hat mich echt fasziniert, was sie da gemacht haben. Eine schöne Ätzung, auf der einen Seite so Topolinien und auf der anderen Seite diese schöne Kompassrose, die mir noch mal besser gefällt. Ganz toll, und das Ganze dann eben mit der brünierten Klinge und dem Clip, der Feder, alles schön passend aufeinander abgestimmt. Ein ganz tolles Messer. Und da konnte ich dann eben tatsächlich dieses Kästchen auch noch durchstreichen oder abhaken, dass ein Atlas in meine Sammlung gekommen ist. Nochmal von allen Seiten. Ich habe versucht, eine Internetseite von Asgard Customs zu finden. Das ist mir nicht gelungen, aber sie haben einen Facebook-Auftritt und einen Instagram-Auftritt. Die werde ich unten im angepinnten Kommentar verlinken, aber auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal nachschauen, was Asgard Customs noch für tolle Sachen im Angebot hat. Unter anderem bin ich dann tatsächlich auf einen Post gestoßen auf Facebook, wo tatsächlich die Verwandlung meines Messers dargestellt ist. Von Anfang bis Ende, also vom Original Atlas bis hin zum fertigen Produkt. Ich werde die Bilder mit einfließen lassen, dann könnt ihr euch das mal angucken, wie so die Entstehungsgeschichte ist, wie die Linien hier auf das Messer gekommen sind und wie die Kompassrose hier drauf gekommen ist. Sehr interessant gemacht. Und war für mich natürlich auch schön zu sehen, dann hier mein Messer dann in der Entstehung auch nochmal zu bekommen. Als ich wieder zu Hause war, habe ich ein bisschen geguckt und habe gedacht, hier passt der Combat Bead, den ich noch rumliegen hatte, sehr schön dran. Der hat auch so ein gealtertes Finish drauf,
Dann habe ich ein kleines Lederband genommen. Denke, das ist auch eine schöne Kombination. Und Kombination ist dann auch das Stichwort. Der ein oder andere von euch wird es wissen. Ich mag es ja, meine EDC-Gegenstände so ein bisschen aufeinander abzustimmen. Da habe ich natürlich sofort geguckt, was ich denn hier anbieten würde. Zum einen war ganz naheliegend die Bronzemünze hier von Carpe Diem EDC, dieser Traveler's Coin mit Odin drauf und auf der Rückseite eben auch ein Kompass, ein alter Wikinger-Kompass, und das passt dann, wie ich finde, sehr schön auch zu der Kompassrose auf dem Atlas. Und auch eines meiner Wollis habe ich mir ausgesucht. Dieses hier mit dem Shell Cordovan, Cordovan-Leder passt sehr schön dazu. Übrigens, ein Wolli ist natürlich auch noch dazu gekommen, und der Daniel war auch jemand, den ich dann tatsächlich zum ersten Mal jetzt auf der Knife live und persönlich kennenlernen konnte. War auch sehr schön nach der langen Zeit. Und als Uhr habe ich mir ausgesucht meine Ebel Discovery mit dem Bronzegehäuse. Auch das passt sehr schön zu dem Messing und natürlich auch zu dem Bronzecoin, wie ich finde. Und dann darf natürlich auch mein Fidget Ring nicht fehlen. Hier passt auch der Goldreif sehr schön zu den Messing und zu dem Messing und Bronze. Ja, und das soll es dann gewesen sein von meiner ersten kleinen Nachlese. Es sind doch noch ein paar Sachen dazugekommen, die ich euch sicherlich in einem der nächsten Videos auch noch mal zeigen werde. Hier dieses Hank, auf dem ich hier jetzt präsentiere, gehört auch dazu. Das habe ich beim Sven am Stand erworben. Aber wie gesagt, noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch auf der Knife wart, was ihr euch da gegönnt habt, ob ihr mich vielleicht sogar gesehen habt. Wie gesagt, einige haben mich tatsächlich angesprochen, nachdem sie meine Stimme erkannt haben. Fand ich auch sehr witzig. Würde mich aber echt interessieren, und vielleicht auch, ob euch das genauso wichtig ist wie mir, halt die Menschen zu treffen und nicht nur einfach euch neue Messer zu kaufen. Die kann man ja zur Not dann eben auch online bestellen. Da gibt es ja auch ganz fantastische Shops. Aber gerade das Treffen vor Ort, das finde ich persönlich eben sehr wichtig. Und ja, da würde ich gerne wissen, wie es euch dabei geht. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kurze Video gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!